Animation! Du denkst also, du kannst machen, was du willst? Ja! Hallo, mein süßer Halbasiate. Ich glaube, du hast sie kaputt gemacht. Hilfe! Egal, es gibt nun Wichtigeres. Wo ich schon mal hier bin, ich will auch bei Typisch Mann und Frau mitspielen. Naja, aber ich bin da die männliche Hauptrolle. Wer hat gesagt, dass ich den männlichen Part spielen will? Wir sind im 21. Jahrhundert, da kann jeder sein, was er will. Also zieh mal den Stock aus deinem Arsch. Okay, wir spielen jetzt ein paar Szenen nach. Irgendwie ist mir die ganze Sache unangenehm. Du Rassist, stell dich nicht so an! Was hat das mit Rassismus zu tun? Du machst jetzt gefälligst, was ich sage, sonst ramm ich dir meine Faust in jede deiner Körperöffnungen! Okay, dann machen wir das. Eine Spinne! Hilfe! Okay, du hast nicht wirklich Angst vor Spinnen, oder? Oh, mein Held! Töte die Spinne! Ist das dein Ernst? Na gut. Hey, Girl, du bist mir aufgefallen. Oh, mein Hübscher, komm ruhig näher. Wollen wir zu mir? Bestimmt denkt er gerade an eine andere. Oh mein Gott, wann hört dieser Wahnsinn endlich auf? Aber einen geilen Körper hat er ja schon. Jetzt will ich, dass du mich mit deinem besten Anmachspruch aufreißt und sagst, dass du mich richtig sexy in diesem Kleid findest. Dann gehen wir noch zusammen Unterwäsche kaufen und danach will ich, dass du mich einölst. Ich kann das nicht mehr. Das fühlt sich einfach nicht richtig an und so erzwungen. Warum willst du das so sehr? Okay, ich sag dir warum. Mein sehnlichster Wunsch war es, immer eine kleine Disney-Prinzessin zu sein. Aber aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, der Prinz der Saiyajins sein zu müssen, war dies immer unmöglich. Weine nicht, meine kleine Disney-Prinzessin. Willst du, dass ich dich lieber mit Kokos oder Olivenöl einschmiere? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann... Ach Leute, ich habe echt keine Ahnung, was ich mir bei dem Video gedacht habe. Lasst einfach irgendeinen Kommentar da, liked das Video, abonniert den Kanal oder so. Ja, bis dann Leute, ciao.